Die Nieren wie im siebten Himmel, auch wenn das Flugzeug auf dem Boden steht. Die von der Corona-Pandemie hart getroffene Fluggesellschaft Singapore Airlines hat zwei ihrer Flugzeuge zu Pop-up-Restaurants umfunktioniert und damit einen unerwarteten Verkaufsschlager gelandet. Nach nur einer halben Stunde waren die insgesamt 900 Tickets für ein Mittagessen an Bord der parkenden Airbus-Flieger ausverkauft, wie Medien berichten. Das Essen ist ziemlich großartig, besser als das, was man während des Fluges bekommt. Natürlich ist das Gefühl, tatsächlich zu fliegen, besser, denn es gibt diese Aufregung, ein neues Ziel anzufliegen, ein neues Ziel zu erkunden. Und auch wenn wir es wegen Covid jetzt nicht tun können, ist das ein guter Ersatz, um jetzt das Gefühl eines Langstreckenfluges zu haben. Für das ungewöhnliche Restauranterlebnis waren die Besucher bereit, stattliche Preise von umgerechnet bis zu 630 Euro pro Ticket zu bezahlen. Für Vielflieger, die das Flugzeugessen lieber daheim genießen wollen, bietet Singapore Airlines nun auch Lieferungen nach Hause an.